Hallo und herzlich willkommen zurück zu The Elder Scrolls Online. Ja, wir sind immer noch in Grünschatten. Und zwar habe ich mich heute hierfür entschieden, für die Quest Schuppige Entführer. Und ich denke, das wird wahrscheinlich eher eine kleinere Quest werden, weil hier nichts drumherum ist. Deswegen, aber mal schauen. Die gute Dame steht hier. Ihr da, bitte helft mir. Natürlich. Zum Glück kam jemand vorbei. Sorgt euch nicht um mich. Meine Gefährten brauchen Hilfe. Was ist passiert? Argonia. Vielleicht rückt uns der Pakt auf die Pelle. Vielleicht handeln sie auch auf eigene Faust. Sie haben so schnell zugeschlagen, dass ich nicht mal sehen konnte, wer sie waren. Aber sie haben den Rest meiner Gruppe gefangen genommen und mich zum Sterben zurückgelassen. Wo sind eure Gefährten jetzt? Gleich dort unten in der Schlucht. Es sieht aus, als ob die Argonia dort ihr Lager aufgeschlagen haben. Ich bin ihnen bis hierher gefolgt, aber mit dieser Wunde tauge ich nichts in einem Kampf. Werdet ihr uns helfen? Ich werde eure Freunde vor diesen Argoniern retten. Hab Dank. Wir waren auf dem Weg nach Langhafen, als die Argonia zuschlugen. Befreit meine Gefährten und trefft uns dort. Ich werde euch bezahlen, so gut ich kann. Nach wem genau suche ich? Nach einer Khajiit-Schurke namens Neunkrallen, einem Bosma-Geschwister namens Draulduin und einem bretonischen Magier im Exil namens Zaviri. Falls sie nicht verwundet wurden, schaffen sie es allein zurück nach Langhafen, sobald man sie befreit hat. Nun gut. Ich bin mir nur nicht ganz sicher, ob ich da von unten überhaupt rankomme. Ja, natürlich muss ich voll ins Wasser reinlaufen. Beziehungsweise fallen. Hi. Ihr kämpft gut. Ich schätze, ihr seid nicht wegen uns hier. Nevrilin schickt mich. Geht nach Langhafen, sobald ich eure Fesseln durchtrennt habe. Ich weiß nicht, wer ihr seid, aber ich bin froh, dass ihr auf unserer Seite steht. Sobald ich wieder auf dem Damm bin, mache ich aus diesen rückgratlosen Echsen ein paar Spießbraten. Aber woher weiß der, dass ich gut kämpfe? Tötet noch ein paar dieser übergroßen Echsen für mich. Wir sehen uns bald in Langhafen. Ach, das ist das ein Weltboss, wo ich gerade stehe? Oh, den sollte ich vielleicht nicht angreifen. Also wenn ihr die Quest macht, passt auf, dass ihr den Weltboss hier nicht angreift. Ich habe mich gerade nur über den Balken gewundert. Hi. Was ist... Wer seid ihr? Nevrilin schickt mich, um euch zu retten. Sie wartet im Langhafen. Diese wusste, dass Nevrilin uns nicht zurücklassen würde. Es tut gut zu wissen, dass sie noch lebt. Vielen Dank, dass ihr uns helft. Ach, der diese ist euch zu Dank verpflichtet. Mögen Jone und Jodo euch beschützen. Ja, das tun sie. Ich würde gerne sagen, seit der Hauptquest, die wir da verbracht haben in Schnittermark, aber... Die haben wir ja leider übersprungen. Die werden wir allerdings bald machen. Also wir kommen bald nach Schlittermarkt. Ihr gehört nicht zu ihnen, oder? Helft mir. Haltet still, ich werde eure Fesseln lösen. Ja, schnell, bevor noch mehr von diesen Echsen kommen. Ich frage mich nur, wo die Echsen eigentlich sind. Aber okay. Danke, meine Freundin. Besucht uns in Langhafen, wenn wir hier alle herausgekommen sind. Machen ich bin wir. Sicher, dass Nevrilin euch hierfür belohnen wird. Ja! Machen wir. Hui. Muss nochmal eben gucken, wie ich da hinkomme, wo das genau ist. Irgendwo hier oben links. Nee, Moment, oben rechts jetzt. Oh. Ja, natürlich. Ich gehe mal den komplizierten Weg über die Brücke. Ah, ich hab's gefunden. Irgendwie ist das heute ein bisschen kompliziert. Da ist sie. Der letzte kommt noch. Oh gut, ihr habt es zurückgeschafft. Meine Gruppe schuldet euch Dankbarkeit. Man trifft hier nicht oft solch selbstlose Reisende. Alter. Krieg das Krokodil. Los. Leg dich nie mit deiner Wache an. So. Oh gut, ihr habt es zurückgeschafft. Meine Gruppe schuldet euch Dankbarkeit. Man trifft hier nicht oft solch selbstlose Reisende. Aber dafür, dass sie ja eben noch so eine schwere Bauchwunde hatte, geht es ihr richtig gut jetzt. Schön, dass ich helfen konnte. Dankesworte sind zwar gut und schön, aber da ich auch Abenteurerin bin, weiß ich, dass man davon nicht satt wird. Hier,
ein paar Münzen für eure Mühen. Und ein verstärktes Echsenhautschild ohne Set. Ja, das war wie erwartet eine sehr kurze Quest. Macht aber nichts. Die einzige Frage ist nur, was machen wir jetzt als nächstes, um das Ganze ein wenig auszugleichen? Weil die Trolljagd ist, glaube ich, auch sehr, sehr kurz. Rasche Vergeltung bin ich mir nicht sicher. Das müsste eigentlich die Bestien von Falinesti. Oh Gott. Das könnte länger sein, weil das ist hier dieser Bereich. Das würde ich jetzt gerne hinterher schieben. Oder diese beiden kleinen vielleicht noch. Ich meine, ich komme wahrscheinlich eh nicht drum herum, die kleinen Quests noch zu machen. Die Mammutjagd hört sich auch kürzer an. Klage um die Verlorene hört sich auch kürzer an. Ja, ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Ich würde mal sagen, ich gehe zur Trolljagd. Die wird wahrscheinlich auch kurz werden, aber schauen wir mal. Was wird? Was wird? Wir sehen uns am Zielort wieder. Also, ich habe eine wunderschöne Ahnenseide gefunden, aber noch nicht die Quest. Die müsste hier aber theoretisch irgendwo sein. Ich habe nochmal wunderschöne Ahnenseide gefunden, aber immer noch nicht die Quest. Aber ich habe einen Questmarker gefunden. Da, das sieht gut aus. Dieser Troll kann nicht weit gekommen sein. Wenn du den meinst, den ich meine, der ist hinter deinem Rücken. Also da hinten irgendwo. Da, glaube ich, war er. Verdammter Troll. Wieder entwischt. Unmöglich zu töten. Diesmal habt ihr euch wirklich reingeritten, Letronor. Was sagtet ihr da über einen Troll? Ich bin ein Mitglied der Bluthunde. Vielleicht habt ihr von uns gehört. Wir jagen vor allem aus Spaß, aber gelegentlich werden wir auch angeheuert, um die eine oder andere gute Tat zu tun. Zum Beispiel das Erlegen eines Trolls, der andere Jäger in Angst und Schrecken versetzt. Leider hat diesmal der Troll mich erwischt. Oha. Vielleicht kann ich dabei helfen, den Troll zu töten. Das wird nicht leicht werden. Aber ihr seht aus, als wüsstet ihr, was ihr tut. Wisst ihr, wie man Spuren folgt? Geht tief in die Hocke und schaut euch sorgfältig um. Ihr werdet die Spuren des Trolls entdecken. Spürt ihn auf, tötet ihn und bringt mir seinen Arm als Beweis. Wieso seinen Arm? Wieso nicht seinen Kopf? Ich werde mein Bestes tun. Ich dachte, der ist Jäger. Die wollen immer nur den Kopf haben. Nun gut, ich weiß so in etwa, wo der Troll ist, wenn der das ist, den ich jetzt... Aber der... Ja gut, links. Links sind die Spuren... Muss ich selber mal eben gucken. War der jetzt hier vorne? Da ist ein Troll. Bist du gemeint? Ich glaube, du bist gar nicht gemeint, oder? Habe ich mal wieder zu viel gesagt hier. Okay, Moment. Wir gucken mal nach den Spuren. Die sollten zumindest hier im Umkreis sein. Also. Da hinten sind Spuren. Aber da ist ein Bär. Ich glaube nicht, dass sie uns dahin führen wollen. Da hinten sind auch nochmal Spuren. Spürt den Troll auf. Das ist ja schön. Wo ist denn der? Ich denke so... Ah, da! Stümmelschlund! Du bist gar nicht der Troll, den ich gedacht habe. Ich glaube, da habe ich mich schon mal mit vertan. So. Ich meine, ich habe mich da schon mal mit vertan, dass ich tatsächlich den einen Troll da vorne gemacht hatte und mich gefragt habe, warum ändert sich hier nichts? Ach, wir haben schon wieder das Grün, die Grünlied-Sammelschüssel erspäht. Ach, ich weiß ehrlich gesagt gar nicht, ob ich die schon mal abgeholt hatte. Bei den ersten ein, zwei Malen glaube ich schon, aber irgendwie die Spur kommt so oft mittlerweile. Und wo ist denn der Typ? Achso, hier, oder? Der ist immer noch da, wo der eben war, oder? Guten Tag, Frau Händlerin. Ich muss mal eben... Da ist er. Bin zurück. Ihr seid am Leben? Ja. Bedeutet das, dass ihr den Troll getötet habt? Ja, und ich habe sogar den Arm dabei. Hier ist der Trollarm zum Beweis, dass ich die Kreatur erledigt habe. Was für eine Erleichterung. Ich hätte es nicht ertragen können, wenn er euch getötet hätte. Ihr würdet einen ziemlich guten Bluthund abgeben, wisst ihr? Danke.
Ich habe zu danken und nur mal eben, um das kleine Geheimnis ein wenig zu lüften. Ich bin ein Bluthund. Wir haben eine einhändige Keule in Entschlossen erhalten, ohne Set. Die Legenden der Bluthunde besagen, dass es einen Waldelf namens Haras gab, der beste Fährtenleser aller Zeiten war. Ich glaube, ihr könntet ihm jetzt diesen Titel streitig machen. Ja, so oft wie ich ja schon Fährten lesen musste in diesem Spiel, das ist wirklich... Wer ist Haras? Ein legendärer Bluthund. Er ist von diesem mythischen Senche besessen und seine Jagdgefährten kehren nie zurück. Ich hörte, er ist in der Nähe des Verrandpfuhls. Verrandpfuhls? Waren wir da schon oder waren wir da noch nicht? Verrandpfuhl. Ich bin jetzt gerade ein bisschen abgelenkt. Ich gebe es zu. Wo war denn der Verrandpfuhl? Ich weiß es nicht. Achso, hier oben. Nö, ich glaube, dann haben wir... Oder war das das hier? Der Verrandpfuhl? Fäule vor dem Schatten gereinigt? Ach, dann war das wahrscheinlich, was wir in der Hauptquest gemacht haben. Na gut. Ja, da ich jetzt aber auch nicht so eine mini-kurze Folge machen möchte, würde ich mal sagen, wir reiten jetzt nochmal ganz schnell hier vorne direkt zu dem nächsten Punkt. In der Hoffnung, dass das jetzt auch nicht so lange ist. Also die meisten sind ja hier. Ich weiß, ich lasse die ganzen Runensteine liegen. Das mache ich nur für euch. Irgendwo sehe ich doch. Hallo. Ach, ihr wart das. Moment, ich nehme mal kurz auf den Nachtschatten mit, ne? Auf dieser Straße wurden erst vor kurzem Paktsoldaten gesichtet. Wo sie sind, kann Aldolin nicht weit sein. Okay. Halt, Reisende! Im Namen des Dominions! Im Namen des Dominions. Was ist los? Die Straße ist gefährlich. Krieger des Ebenherzpaktes plündern Reisende aus und metzeln unsere Soldaten nieder. Wir haben diesen Strolchen einen Hinterhalt gelegt und sie in die Flucht geschlagen. Aber auch einer von uns gehörte zu ihnen. Ein Verräter, der den Namen Aldolin trägt. Ich habe vor, ihn zu finden. Da ist man immer so ein bisschen eingeschüchtert, ne? Obwohl ich ja im Altmeri-Dominion ansässig bin, also auch die Allianz natürlich habe, bin ich ja eine Bretonin. Eine süße, kleine, gut aussehende Bretonin. Bist du dann sauer auf mich, wenn ich dir das sage? Ich werde es euch wissen lassen, wenn ich etwas Verdächtiges sehe. Tut das. Das Dominion kann sich bei Verrätern keine Gnade leisten. Der Gerechtigkeit muss Genüge getan werden. Und zwar schnell. Er kann nicht weit von hier sein. Auf seinen Kopf ist eine Belohnung ausgesetzt. Falls ihr ihn vor mir findet, springen ein paar Münzen für euch dabei heraus. Verstanden. Ich werde das Gebiet absuchen. Ja, machen wir. Wo müssen wir denn hin? Moment. Dahinter besiegt. Ich weiß gerade nicht mehr, wie er heißt. Was mit A? Adelon oder so. Oh, Hallöchen. Bist du damit gemeint? Du bist damit gemeint. Hallo! Du musst dich besiegen. Sag doch, dass das Menschen waren. Moment. Ich bin die ganze Zeit nach irgendeinem Monster hier im Ausschau. Ja, eigentlich auch dämlich, ne? Weil die Typen haben ja davon gesprochen, dass hier ein... Was war das vom Ebenherz? Ihr seht so aus, als ob ihr den Kampf kennt, meine Freundin. Sagt mir, habt ihr Aldolin gefunden? Aldolin ist tot. Er war direkt hinter mir um die Ecke, hat sich da versteckt, aber ist sofort gekommen, als ich ihn gerufen hatte. Oder nicht gerufen hatte. Ihr habt dem Dominion einen großen Dienst erwiesen. Ohne jeden Zweifel hat er den Pakt mit Informationen über unsere Truppenbewegungen versorgt. Ihr habt viele Leben gerettet. Wir werden jeden vom Pakt verjagen, der dumm genug ist, weiter in der Gegend bleiben zu wollen. Vielen Dank. Also wenn du dich gerade so bei mir bedankst, können wir dann vergessen, dass ich Bretonin eigentlich bin? Oder? Ja, er grinst mich schon so an, als ob er von meinem Aussehen eh schon geblendet ist. Also als ob ihn das eh nicht mehr interessieren würde. Wir haben eine zweihändige Keule in erfüllt erhalten und ein bisschen Taschengeld. Können diese Augen lügen? Können sie? Können sie? Ja, so oder so würde ich jetzt aber sagen, da wir jetzt insgesamt schon 3 Quests gemacht haben. Schon irgendwie komisch, ne? Wir haben jetzt fast eine Viertelstunde aufgenommen. Also ich habe fast eine Viertelstunde aufgenommen und wir haben 3 Quests durchgemacht. Aber es war ein guter Stundenlohn. Also wenn man das mal aufrechnet, bei jeder Quest habe ich 300 Gold oder so bekommen. Dafür war es wirklich richtig gut, muss ich sagen. Ich bin auch sehr... Ja,
etwas verwirrt vielleicht. Ich meine nämlich, als ich angefangen hatte, früher habe ich ein bisschen weniger Geld bekommen. Ich will mich nicht beschweren, das will ich extra betonen, weil, ja, wer Housing macht in diesem Spiel, also der richtige Endgame-Gegner von diesem Spiel, Housing, der weiß, wie viel Gold man in diesem Spiel braucht. Deswegen, was ist denn hier die ganze Zeit so am Fauchen? Ich stehe doch nur hier. Ach, da hinten, die sind am Fauchen. Okay. Ich wollte gerade sagen, ich mache doch gar nichts. Ich bin doch ganz lieb hier. Auch wenn ich Bretonin bin. Kann ich doch nichts für, Mann. Ist doch nur meine Abstammung. Ich habe doch schon allem abgeschworen und bin ein Dominion-Mitglied. So. Ich wollte es nur noch mal erwähnt haben. Ach so, genau. Ich habe noch keine Namen, bis jetzt zumindest, für mein Schmuckelmäuschen. Für mein Schnuckelmäuschen bekommen. Könnte daran liegen, glaube ich, dass die Folge... Ach doch, die Folge ist gestern hochgeladen worden. Doch. Doch, doch. Oder so. Ich weiß es nicht genau. Auf jeden Fall hier nochmal der Aufruf. Wenn jemand einen schönen Namen für mein Schnuckelmäuschen hier unten hat, für meine Springmaus, der möge es doch bitte in die Kommentare reinschreiben. Ansonsten möge er für immer schweigen. Da werde ich dann versorgen. Nein, Quatsch. Ich suche immer noch einen schönen Namen. Ansonsten, ja, muss ich wohl bei Schnuckelmäuschen bleiben. Also, die ist ja auch ganz niedlich, das muss man jetzt auch dazu sagen. Okay, ich will jetzt aber nicht mehr lange drum herum reden. Ich weiß, das seid ihr zwar schon von mir gewohnt, aber ich weiß nicht, ob ihr das wollt oder nicht wollt oder ob euch jetzt kaputt lacht irgendwo vom Monitor, weil ich jetzt hier so am Brabbeln bin die ganze Zeit. Schreibt es mir gerne in die Kommentare, wenn ihr euch kaputt lacht darüber. Wenn es euch nervt allerdings, könnt ihr das auch gerne in die Kommentare schreiben. So oder so, ich bedanke mich auf jeden Fall fürs Zuschauen und wir sehen uns dann in der nächsten Folge. Ciao! Wenn ihr mich und meinen Kanal unterstützen möchtet, dann lasst doch gerne ein kostenloses Like da oder vielleicht auch ein Abo. Lasst doch gerne einen Kommentar da und wenn ihr mich finanziell unterstützen wollt, dann könnt ihr natürlich auch gerne eine Mitgliedschaft eingehen. Wir müssen dem Logarithmus von YouTube ein wenig entgegenwirken und die kleineren Kanäle auch ein wenig pushen, denn die bekommen meiner Meinung nach zu wenig Aufmerksamkeit. Vielen Dank für eure Unterstützung und bis zur nächsten Folge. Ciao!